So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gehen wir in den Operation Shop. Wir haben uns gerade Sterne reingeshoppt. Die könnt ihr, wenn ihr auf den Operation Shop geht, könnt ihr hier mehr Sterne kaufen. Die sind noch im Angebot. In der letzten Operation war es ja so, du hast dann einmal quasi die ganzen Operation-Belohnungen bekommen. Das heißt, du hast einen Haufen Müll bekommen, du hast Aufkleber bekommen, du hast aus jeder Kollektion ein Skin bekommen, ein paar Agenten. Und hier kannst du jetzt aussuchen, was du für deine Sterne haben willst. Also kannst hier von denen eben was haben für 25 Sterne, von denen ein 25 Sterne Kiste, Aufkleber und hier eben auch, was ich extrem krass finde, kannst du von den Kollektionen quasi öffnen für 4 Sterne. Ich hoffe, dass es bei 4 Sternen bleibt und sich das nicht erhöht. Und da wollen wir jetzt mal rein, ordentlich rein öffnen und hoffen auf eine Orb Fade oder eben die M4 oder eben die. Die interessiert mich auch extrem, ob sich der Farbverlauf ändert. In Rot oder Blau, also wenn es da verschiedene Pattern gibt, wäre das mega krass. Ansonsten, ab hier sage ich mal aufwärts, feiere ich jeden Skin und da hoffen wir, die werden wir bekommen. Und jetzt fangen wir direkt an. Gebt natürlich gerne einen Daumen hoch. Schaut auch die anderen Videos. Wir haben auch noch ein paar Kisten geöffnet und haben auch eine Operation-Vorstellungsvideo gemacht. Und dann fangen wir direkt mal an. Daumen hoch natürlich, um uns Glück zu wünschen. Und wir holen jetzt immer für 4 Sterne quasi ein Drop von der, wie so eine Kiste öffnen. Wir mal probieren das jetzt mal. Belohnung erhalten. Müssen wir das jetzt jedes Mal machen? Belohnung wird abgerufen. Ah, die schöne. Das ist total unspektakulär. Ach du Scheiße, muss ich jedes Mal wieder drauf drücken oder was? Okay, aber es bleibt bei 4 Sterne. Wäre gut, wenn es ein bisschen einfacher gehen würde. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass man das so abused. Aber die Skins sind halt tatsächlich noch extrem teuer. Boah, ich will gar nicht dran denken. Und krank sind Orb Fade, wo ich die gesehen habe. Ich war richtig aus dem Häuschen. Okay, Waldnacht. Die ist halt auch nicht. Ja, bis jetzt war es nur Bullshit. Ja, ist natürlich klar, dass da auch nur der Bullshit kommt und einmal halt, wenn du Glück hast, was Gutes kommt. Aber so kannst du wenigstens sagen, okay, ich will all die Sterne für das ausgeben und nicht für die ganze andere Scheiße, was man beim letzten Mal bekommen hat. Das feiere ich auf jeden Fall. Was das richtig grausam ist, dass ein Skin immer so kurz danach lädt. Das ist, ja, du weißt ja schon. Wenn es mies wäre, wenn hier noch eine andere Orb wäre. Dann das wird die Orb schwarz aber, kommen ja, und dann wird der schlechte Skin kommen. Alter, das ist halt auch so hässlich. Weiß nicht, fühle ich gar nicht. Bin ich echt mal gespannt, ob die ihren Pattern verändert, ob die mehr rot oder mehr blau wird. Boah, das wäre richtig krank. Also meine Kisten haben wir gerade schon gut reingelackt. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Aber bisher sieht es hier nicht so vielversprechend aus. Wir können, glaube ich, 50 mal öffnen. Für 20, 200 Sterne. Alter, oha. Es muss nur einmal hier klingeln. Dann ist GG. Und dann noch richtig laut klingeln. Ja, nicht so leise klopfen wie hier. Aber gut, die können wir auch noch alle dann trade-uppen. Also wenn wir die billigen haben, können wir die auch noch trade-uppen. Und können schon noch was Cooles dabei rauskommen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den Skins habt. Also die anderen Kollektionen fühle ich nicht so. Die wird in Factory nur wahrscheinlich auch besser aussehen. Ja, die billigen Skins, die sind ja auch... Ja, die kann ich alle wegschmeißen. Fast eine Frechheit. Ab hier sind es richtig coole Skins dafür dann aber. Ja, okay, das ist halt auch echt Müll, was wir hier ziehen. Belohnung wird abgerufen. Schau total nüchtern. Dann rollt nichts durch, dann geht die hält kurz vor der AWP an. Ist vielleicht besser so. Das Herzinfarktrisiko ist vermindert. Alter, aber das, was du hier für eine Scheiße ziehst, ist halt richtig frech. Offiziell. Ich hab wahrscheinlich mal echt nicht so gedacht, dass man das so abused. Naja, gut, aber. Eine Orb war heute Morgen schon im Markt.
so eine. Ich weiß gar nicht, welche Condition das war. Es war nicht mal, ich glaube. Es war Minimal Wear, war es. Minimal Wear für 1.500. Und die ist jetzt schon weg. Also die hat jemand gekauft. Vor allem nach der Operation steigen die Preise ja nochmal, weil dann die Kiste nicht mehr gedroppt wird. Kommt auf einmal, was mit der Kiste passiert, dann wird der nicht einfach von der Bildfläche verschwinden. Nein, aber gibt es dann nur zur nächsten Operation unter Umständen wieder. Ich weiß nicht, welches dann alle droppen kann. Aber du kannst die ja auch nicht im Markt kaufen, die Kisten. Kannst du im Markt kaufen, kriegst du die gedroppt? Schreib mal in die Kommentare, ob man die gedroppt bekommt. Nee, kriegst das Item, kannst du gedroppt bekommen, aber nicht die Kiste. So rum ist. Und nach der Operation kannst du ja die nicht mehr öffnen und du kannst sie nicht mehr gedroppt bekommen nach der Runde. Das heißt, einer hat nach der Runde die Orb Fade bekommen und 9 andere haben ihren Bildschirm vom Tisch geschlagen. Die sie nicht bekommen haben. Das ist wie wenn du eine Dragon Lord gedroppt bekommst. Ja, ein Dragon Lord ist schon nochmal eine andere Hausnummer, aber. Läuft auf jeden Fall super bis jetzt. Ja, ist richtig emotional bis jetzt. Ja, und die ist auch echt schön, muss ich sagen. Weil das so da mit so schläfrigen Augen. Dann unbeeindruckt. Ja, aber ist halt auch noch frech, was da kommt. Da muss schon mal ein bisschen was klingeln hier. Wobei, wenn es hier halt klingelt, dann klingelt es richtig, würde ich sagen. Oder so halt. Für die Dual Beretta-Fans und euch. Also kommt hier das Scheißkiste, die scheiß MP9 oder was? Ja, man ist richtig frech. Richtig traurig. Und wie viel hast du noch? 93 Sterne noch. Ja, gute Abwechslung, oder? Alter. Das sind richtig, das sind diese. Das sind ja nicht mal blaue Skins, das sind hellgraue Skins. Hier, auf. Ab hier. Ab der Farmers. Freue ich mich. Ja, läuft gut. Ich war noch total gehypt, wo ich das gecheckt habe, dass das so funktioniert. Und war richtig awesome, wie so ein kleines Kind. Aber das geht jetzt, streift gerade ein bisschen ab. Das wird gerade ein bisschen abgeflaut. Das bestärkt es nicht. 73 Sterne noch. Da locken sie dich mit so einem kranken Skin. Und was kriegst du? Hellgraue Scheiße. Da machst du einen Trade-up und kriegst einen blauen Skin, oder was? Wie traurig ist das? Holy shit, du musst 10 so Gegenstände reinmachen und kriegst so einen blauen. Guck mal, hier, das ist so hellgrau. Das, ab hier sind es blaue. Ja gut, aber es sind ja auch noch die hellblauen, nicht die dunkelblauen. Ah, stimmt. Da gibt es auch noch eine Abstufung. Ah, das sind doch die richtigen blauen hier. Traurig, dann kriegst du einen hellblauen Skin. Da musst du 10-mal hellblau upgraden. Ah ja, die gute Nitro. Das spiegelt meine Enthusiasmus gerade nieder, wieder. Heilige Macaroni. Jetzt machst du eine andere aus und kriegst es teuer und ist voll der Müll. Alter, wie das aussieht. Die am Anfang sah schon scheiße aus, jetzt kommen nur noch hässlichere Deagles. Alter, ihr wünscht uns nicht richtig Glück, ich merke das schon. Richtig traurig. Richtig traurig. Belohnung wird abgerufen. Ah, da kann einmal die Orb jetzt bitte kommen. Kann die bitte einmal kommen? Noch 10. 10 Sterne oder 10 Kisten? Nein, 10 Kisten. Also 10 mal öffnen. Ah, Alter. 9. Alter, einmal so die Orb. Oder.
Oder wenigstens ab The Purple was. Mehr will ich ja gar nicht. Die hier würde ich schon extrem feiern. Oder meinetwegen die USPS. Aber doch nicht die Scheiße, was wir hier kriegen. Es war das erste. Nee, wir haben zwei blaue. Drei blaue. Hellblaue. Ja, was? Was ist da hier? Ist dunkelblau. Hier ist nicht so. Ja, dann haben wir eine dunkelblaue. Zwei hellblaue und Rest grau. Heilige Makrele. Geht gerade so weiter. Es wird ganz bitter, die Geschichte hier. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Gedacht, zuerst die Kiste direkt, ja, ob. Komm, einmal bitte. Ich sehe schon wieder auf YouTube die Videos. Ersten vier Sterne von der Mission gemacht. Ich öffne eine und krieg die Orb. Ich sehe die Videos schon wieder vor mir. Oder nach Rundenbeende kriegt er eine Orb-Fade. So, eine ganz bittere Nummer. Ganz bittere Nummer wird das hier. Dreimal noch. Zweimal noch. Ist die letzte Kiste. Vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Trauerspiel. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch. Zeigt euer Mitleid. Schaut euch die anderen Videos an. Abonniert den Kanal. Würde ich mich drüber freuen. Schaut auf twitch.tv/hangemau live vorbei. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.